Rise of the Tomb Raider und ja, einen frohen Frauenwelttag kann ich sagen. Wir haben heute den 8.3. und ja, heute ist ja der Frauenwelttag. Ja, muss man schon mal gesagt haben. Und das passt eigentlich ganz gut auch, dass wir mal Rise of the Tomb Raider spielen. Ich habe mal den vorigen Tomb Raider echt geliebt, der war auf jeden Fall sehr, sehr cool von Square Enix und ich bin jetzt erstmal gespannt sein, wie das jetzt hier mit Rise of the Tomb Raider sein wird. Momentan ist es auch für 28,99 bei PSN Store, also wenn ihr das euch da gerne holen wollt, für den Halbpreis könnt ihr gerne denn zuschlagen. Ist an für sich auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und wir fangen jetzt mal an der Stelle an. Machen erstmal ein neues Spiel, das war ja von der Demo. Ja, überschreiben, dann können wir hier so gesehen den Schwierigkeitsgrad auswählen. Okay. Okay, für den ersten Ablauf erstmal die normalen. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Der Gipfel. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, der Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Hey, moin, John, grüß dich. Alles fit?
Uiuiui. Shit, Lara. Verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Da müssen wir wohl durch. Verlassenen Ort aussuchen. Ich glaube, ich müsste alles soweit richtig eingestellt haben. An der Räuber. Ah, okay. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Und schon, achso, die Server für die Gamescom sind so überfüllt. Oh ja. Was meinst du? Das stimmt. Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Habe ich auch schon mitbekommen, dass er viel los ist. Legen wir los. Wow, hier schien es ein lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Ah, okay. Mein Vater will welche kaufen, aber kann nicht, da es einen Fehler mit den persönlichen Daten gibt. Oh. Wieder drüben hinkommen. Er kann nicht mal auf persönliche Daten klicken. Oh, komisch. Okay, jetzt müssen wir da wohl hochspringen. Wow. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Oh, ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schnell mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Komm schon, Lara! Super. Lara, ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht.
Wie, was habe ich welche? Oh, jetzt müssen wir wegrennen. Nee, hab ich nicht. Ich wollte ja dieses Jahr wieder als Ambassador dabei sein. Dann kriegen wir ja solche Ausstellertickets. Zurück. Knochen. Staub. Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Kann man einen Zukunftstag bei Square Enix in Hamburg machen? Verfolgt? Natürlich nicht. Ich denke schon, ja. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein,
Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Kraft. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit. Nein. Wow. Hey Kuruma, grüß dich. Hab es eigentlich geschafft, ich bin auf Shiva drauf. Ah, sehr schön. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Hast es ja wohl jetzt wohl geschafft. Super. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Auch mega nette Leute hier schon. Eine Gilde, die mir hilft und vieles erklärt. Ah, sehr gut. Das ist super. Und der Tomb Raider ist geil. Habe schon durch. Viel Spaß. Dankeschön. Das wirklich, ja, ich fand den ersten ja schon sehr nice. Der war ja schon sehr, sehr gut gemacht.
Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Den ersten habe ich auch gespielt. Super gut, diese Reihe. Ja, das stimmt. Und sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Okay, hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Ah, jetzt haben die das so gemacht. Ah. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Was haben wir da? Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Griechisch. Kommen wir auch irgendwie noch weiter? Vielleicht auch noch was. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. In Griechisch übersetzen. Ein geheimer Eingang. Gut, dass wir immer unsere Hacke haben. Schon echt cool aus. Und dann klettert immer Lara wie früher immer noch wie so ein Assassine. Alles kaputt gehen. Bist du auf der Pro? Ja, ich spiel auf der Pro. Aufspüren konnte. Sehr geil, ich habe auch mit der 4K-Auflösung das ist mega schön. Sieht auf jeden Fall echt sehr, sehr nice aus, auf jeden Fall. Komm schon. Oh, Skorpione hier. Oi, oi, oi. Los, raus hier.
In Vaters Fußstapfen. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Aber hier, glaube ich, ist Lara ein bisschen älter geworden, ne? Sieht echt schön aus, also, wenn man ja den vorigen Teil gespielt hat, da ist sie ja noch recht jung. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Der Bischof. Der Prophet. Ermordet durch den Trinity-Orden. Alles griechisch hier. Sieht auch immer echt super animiert aus selber. Also, der vorige Teil und dieser Teil hier. Ich auch. Auch im Teil davor war das alles noch so neu für sie und hatte mega Angst. Ja, das stimmt. Ich aber echt cool so in Szene gesetzt. Da muss ich schon sagen, ist schon so eine Powerfrau, ne? Also was sie hier alles so durchmachen muss und sowas. Müssen jetzt mal andere so, ne? Gar nicht wirklich vergleichbar, ne? Wow. Oh. Überall fallen. Aber passt ein bisschen, ne, dazu mit den Frauenwelttag, weil Lara ja schon sehr gelobte Powerfrau ist. Viele haben jetzt auch schon angefangen mit B2, aber B2 ist auf jeden Fall auch eine Powerfrau, aber die werden wir erst, denke ich mal, nicht morgen, sondern übermorgen irgendwie in Aktion erleben. Aber an für sich ist Lara ja schon viel längere Zeit die Powerfrau. Weil viele schon geschrieben haben B2, aber in längere Zeit finde ich Lara auf jeden Fall Powerfrau bei Square Enix. So. Ich glaube, ich müsste das Wasser irgendwie ansteigen, ne? Die Animationen sehen auch immer echt cool aus hier, also mit der Nässe und sowas alles. Sieht schon cool aus. Hier können wir auch tauchen. Das hat schon was. Ups. Umdrehen. Noch mehr Wasser. Ich
Ich bin echt mal gespannt, weil Freitag kommt ja noch Nier Automata, ein weiterer Square Enix-Titel. Wird auf jeden Fall Wochenende auch schon durchgezockt, so gesehen. Auch die ganzen verschiedenen Endings und was da noch alles kommt. Springt, das ist eine Falle gewesen, ne? Was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Hängt sie in Höhe. Okay. Über diese Fallen. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an, treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen, aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen und es wird endlich ein Grab werden. Ah, da wir. Oh! Wow. Weggespült werden die ganze Zeit. Ah. Da hoch müssen wir. Wasser. Ah, okay. Mehr Wasser. So. Wow.
Ah, da ist es ja. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Alles muss immer einstürzen. Los raus hier. Weg, Baby. Alles klar, John, ne? Dann viel Spaß dir noch und bis zum nächsten Mal sonst, ne? Trinity, sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin, in einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert.
Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Uns nicht auf. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Wie Jonah für sich verändert hat. Nicht nur Lara, sondern er auch. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Uiuiui. Ein ziemlicher Sturz. Ich muss mich bewegen. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Okay, wir brauchen Feuer. Material für Feuer, für den Unterschlupf. Da haben wir ja was.
Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Und, ach, da haben wir auch noch was. Frischlingsschlüssel. Kein Fleisch, aber nicht. Zurück zum Camp. Los, verdammt. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Sieh jetzt die ganzen Outfits hier. Läufer. Also geben wir außerdem auch Bonus, diese Outfits hier. Reduziert Schaden durch griechische Feuer. Gewährt die Chance, eine toxische Tiersource von einem gewöhnlichen Tier zu erbeuten. Wir haben also alle so verschiedene jeglichen Schaden durch Raubtiere wird gesenkt. Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich weniger leicht. Dass sie zu einer leichte Beute macht. Okay. Da haben wir auch was. Erhöht Radius für explosive Pfeile. Erhöhter Nahkampfschaden.
Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. So, Blutsbande haben wir freigeschaltet. Auch nicht. Ja. Diese Ruinen hier, mongolisch. Ach komm.
Oh, da ist ja was. Die Überlebenden versteckt. Auch nicht schlecht. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Bäume klettern. Mongolische Schrift kann sie nicht recht entziffern. Okay. Mongolisch. Weg hier. Okay. Tiefschnee. Okay, da sind wir dann langsamer. Okay.
Da stand aber nichts zum Drücken. Ah, ausweichen. Na toll. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ah, hier, da. Ich brauche einen Verband. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Ist die Trinity da unten? Müsste reichen. Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an dem Bären vorbei. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat. Aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Hm.
Erz. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Okay. Jetzt geht's ans Craften. Ich muss mich ausruhen. Oh, so kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Na los, wir haben sie. Schnappt ihr euch! Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Ah.
Zentrale. Wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das Vermisste erkunden. Einfach mal Eckmurksen, die Leute. Funkgerät versucht, die Anlage reinzukriegen. Am letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nach. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Mongolische Schrift. Können sie nicht recht entziffern. Ja, das ist Guerillataktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Achtung, Angriff! Rücke vor, gib mir das! Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz, gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Okay. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Da müssen wir hin. Verdammt, er ist noch da. Ich locke ihn raus. Nein. Yeah.
Oh. So, gefallen. Das. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Gehen wir hier weiter. Scheiße, das wird echt kalt. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Oh, jetzt hier ein kaltes Wasser. So, was haben wir denn wieder hier? Okay. Mm-hmm.
Mal cool. Haben wir jetzt auch hier schnelle Reise? Hat man ja noch eine Menge. Nach Syrien sind wir jetzt. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Das hat schon was. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches. Aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Schon cool. Geil. Sowjetanlage. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind Sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten?
Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Warte mal, ich muss mal kurz bei Waffen gucken. Brauchen wir noch ein paar? Nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen... Hey! So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift drei bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung. Wie... Hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Zusammen... Wo zur Hölle kam das denn her? Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Einheimische wurde zum Verhören lebend gefangen. Moment, schau mal. Bestätigt. Wer ist denn? Ich glaube, da draußen ist... Was ist der denn jetzt? Also da oben war er. Ich habe schon zwei.
Ah, da haben wir es ja. Mongolisch, Russisch und Griechisch. Nicht nur du, deine ganze Familie, jeder. Natürlich blöd. Okay. Hier können wir noch nicht weiter, ne? Wollen wir Dietrich? Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Gehört. Das sehe ich mir mal an. Bleib in der Nähe.
sehe um. Verstanden. Irgendwie den Tank zerstören. Hilfe! Ich will die nicht töten. Ah ne, wir müssen, genau, das brauchen wir. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. So nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen Sie ausschalten. Helfen Sie mir. Und ich sage den anderen, dass man Ihnen trauen kann. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen.
Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen Angreif... Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Ach, da oben. Ah. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Russisch. Eine Warnung vielleicht? Kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metall. Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenenquell. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck aber. Ja.
besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Warte. Ist so anders? Nein. Wow. Sieht aber auch einiges aus.
Alter, ey. Hätten echt schon eine Menge aus. Jo. Da ist ja auch noch was. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit, für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Nee, da war ja noch was, ne?
Mhm. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Sie es geschafft? Sie. Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Das ist schön. Sowas nimmt man gerne mit.
Lol. Vielleicht finde ich Konstantins Gefangenen. Er muss etwas wissen. Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Noch kein Russisch. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Was ist mit den einheimischen Zügen? Ich glaube, da draußen ist hier. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Okay. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Mann. Was brauchen wir denn dafür? Was ist das denn? Ach so, die zahnnetische Münzen.
langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Wir haben uns ausgezogen. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Ah!
vorbei! Bastard! Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte, alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Dort kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Vorsicht. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Einen Weg raus. Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Yay, Recurve-Bogen. Vorsicht, wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich habe genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah.
Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Die sind uralt. Was haben Sie gefunden? Müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof bringen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Ein Sturm kommt auf. Wir müssen die Helis bald landen lassen. Wir müssen noch ein Riesengebiet haben. Wir müssen einfach mehr Männer rausschicken. Konstantin will Leute in der Kupfermine. Sie haben alte Aufzeichnungen im Gefängnis gefunden. Bilder von Ruinen und Karten der Mine. Ob die Sowjets wohl wussten, was hier versteckt war? Zuerst nicht. Aber sie haben es offensichtlich rausgefunden. Das meiste Zeug ist Jahrzehnte alt. Sie scheinen nicht mitgenommen zu haben, als sie abgehauen sind. Ja, das macht mir Sorgen. Vielleicht sind sie nicht gegangen. Aus den Gefangenen rausgekriegt? Gar nicht. Die haben alles versucht. Na Leute. Moment, ich schau mal nach. Zusammenbleiben. Oh, Munition. Ach, verdammt, es ist echt arschkalt. Ich hätte mir da noch Sachen einpacken sollen. Total verschmort. Fast geschafft. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Lass dir. Thank you.
Oh Mist. Ah, war nicht so schnell genug. Anna hat die Maske fallen lassen. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof, ich bin schon drin. Mehr nicht? So, irgendwelche toxischen Sachen eben. Ich muss da reinkommen. Jacob, was macht er da? Scheiße. Vorsichtig, Lara. Sowjet-Aufzeichnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Ruine. Wir lassen sie am Leben.
Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit... Hey, Icy, grüß dich. Du zweifelst an mir? Sieht gar nicht mehr aus wie Lara. Was ich geopfert habe, was mich erwartet... Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam. Mir geht's gut und dir? Denk dran. Ich werde auch gleich der Final Fantasy 14 zocken. Ich wollte nur eben halt jetzt noch auch bis zum nächsten Lagerfeuer oder so kommen. An Lagerstelle. Was tun Sie? Ah, schon 2,5 Stunden. Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Aber die schaut echt immer aus wie Lara, aber schon cool, was die nun so machen. So machen kann, wie die sich Spiele so entwickeln, ist schon krass. Ja, das stimmt schon. Ja. Die Devi ist schon ein bisschen erwachsener aus, ne? Verdammt, ich muss hier raus. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ah, jetzt haben wir Geheimnisse entdeckt. Abzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Oh, oh. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. So.
Wie geht's dir selber? Wow. Ah, jetzt haben wir immer die Waffe geklaut. Dann muss er wahrscheinlich tot sein. So. Komm, Gewehr. Ja, geht so, muss ja. Okay. Der ist ja gerade voll weggeflogen. Also er ist gebrannt und dann ist er auf einmal so weggeschwebt. Jetzt drauf beim Sterben, ja. Einmal ein bisschen rumfliegen und so. Das stimmt schon. Kurz vor Sterben noch ein bisschen wegfliegen. Hat Style. Ja, das stimmt. Kann man irgendwie so eine Bombe herstellen? Wir dringen weiter ins Tal vor. Da geht's schon wieder ab. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Ah, jetzt haben wir hier neue Waffen. Goldfang. Also diese Pistole im Mondschatten hat es auch echt in sich. Haben wir hier... Ah, Todesatem.
Ah, wir müssen noch Upgrades haben, ne? Die haben wir schon, okay. Punkt, Bogen. Todesatem, den kennen wir ja schon von den Vorgängern, ne? Der ist ja auch nicht schlecht. Leistungsstarker, moderner Bogen mit einer einzigartigen Kohlefasermusterung. Diesen Bogen kennen wir ja, der war ja echt gut immer. Jetzt ist ein super tollen Bogen. So. Machen wir uns morgen erstmal wieder weiter. Und übermorgen haben wir denn Nier Automata. Hier kann man, glaube ich, hier nochmal die Dinger da holen. Hier kann man dann durch Credits noch was holen. Was? Gewährt die Kommandoausrüstung und vollständige Kenntnisse des Kämpferkampfbaums. Toll. Kraftanwesen. Das will ich mir mal kurz angucken. Eigentlich freigeschaltet. Besorgt ihr lieber eine Jacke. Ja, es kommt immer drauf an, was dir die Sachen so geben, ne? An Fähigkeiten und so. Weil die Sachen haben irgendwie auch Fähigkeiten so. Nahkampfschaden. Ando. Haben wir doch gar nicht, ne? War nicht freigeschaltet oder wie? Ja, aber bestimmt schon. Aber dennoch sollte irgendwie was Nützliches sein, ne? Weiß nicht, dieser Kommando soll ja voll gut sein, aber irgendwie habe ich das jetzt doch nicht. Ich das ja freigeschaltet habe.
Morgen mal schauen. So, ja, hab ich ja noch hier B2-Hintergrund. Kommt ja übermorgen das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob Amazon das schon losgeschickt hat. Ich weiß nicht, ob Amazon das jetzt aktualisiert hat oder nicht. Steht jetzt Versand am 8. März. 10. soll das ja ankommen. Ich werde zwar Wochenende nebenbei auch klar Final Fantasy 14 spielen, aber ich wollte auf jeden Fall auch hier Automata dann. Ne, gut, ich zock erstmal FF. Schönen Abend dir noch. Ja, dir auch auf jeden Fall noch viel Spaß bei Final Fantasy. Bis zum nächsten Mal, denn, ne? Icy. So, PvP, letztes Frontmann. Das hat jetzt aktualisiert.